Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, das war ja die Leipziger Buchmesse Bücherwoche und lesetechnisch war die nicht so richtig gut, muss ich ganz klar sagen. Nicht, was unbedingt das Buch angeht oder die beiden Bücher, aber ich habe im Vergleich zu anderen Wochen relativ wenig gelesen bzw. gehört, denn es war ja auch nur eine Woche mit im Grunde 4 Tagen, denn 3 Tage habe ich ja davon auf der Buchmesse verbracht, wo ich wirklich weder was gelesen noch etwas gehört habe, wann auch. Na, also man verbringt da so viel Zeit mit Menschen, mit ja einfach Begebenheiten und Begegnungen und da ist einfach keine Zeit zum Hören oder zum Lesen, beziehungsweise nehme ich sie mir da natürlich zu diesen Tagen auch nicht. Ich habe also 1,5 Bücher tatsächlich gelesen, beziehungsweise eigentlich gehört. Und möchte euch dann aber ein bisschen meine Buchmesse-Ausbeute zeigen, was ich nicht büchertechnisches mir sozusagen in Leipzig gekauft habe. Denn die 9 Bücher solltet ihr ja eigentlich in den Neuzugängen gesehen haben, da ich ja irgendwie nicht dazu kam, den Vlog in der Woche tatsächlich zu schneiden, beziehungsweise auch irgendwie keine Muse zum Schnitt hatte. Das muss man ja ganz klar sagen. Das habe ich mir jetzt für das Wochenende vorgenommen. Habe ich ja die Neuzugänge für euch schon gedreht. Da habt ihr ja die Buchausbeute dann am Donnerstag schon gesehen. Ich möchte euch aber auch noch ein bisschen zeigen, was ich sonst in Leipzig gekauft habe, beziehungsweise auch ein bisschen, welche Leseproben ich mir auf der Buchmesse mitgenommen habe. Ich habe ein bisschen was zu Game of Thrones zu erzählen. Es wird jetzt direkt in den nächsten 2 Wochen auch 2 Hangouts geben. Zu denen möchte ich kurz ein bisschen was erzählen. Und zum Thema Achtsamkeit, was uns im April da ein bisschen erwartet. Aber wir fangen wie immer mit den Büchern an. Und das Hörbuch der Woche ist Katzenglück und Deutsche Vita von Hermien Stellmacher. Das ist ja mein 2. Buch der Autorin, aber ich glaube ursprünglich ihre erste Katzengeschichte. Von ihr war ja auch Cottage mit Kater und ein 3. Buch, was dann glaube ich in Frankreich spielt. Ja, wird ja dann noch erscheinen, das habe ich diese Woche gehört. Und die Hälfte des Buches von Laura Kneidel habe ich gelesen, Die Krone der Dunkelheit. Eigentlich hätte ich das gerne noch am Donnerstag beendet, beziehungsweise hatte ich dann sogar noch überlegt, Mensch, vielleicht schaffst du es ja an deinem freien Montag. Aber ja, ich habe es einfach nicht mehr so richtig fertig gebracht. Deswegen wird es dann einfach in der nächsten Bücherwoche komplett besprochen. Und das waren sie dann auch schon, meine 1,5 Probleme, wenn man so möchte. Aber ich möchte natürlich euch trotzdem was ein bisschen über die Bücher erzählen. Ja, wir starten mit Katzenglück und Deutsche Vita von Hermien Stellmacher. Ist wie gesagt mein 2. Hörbuch der Autorin. Mir hatte Cottage mit Kater sehr, sehr gut gefallen. Es war ein richtig schöner Wohlfühlroman, der mich wirklich ein bisschen entspannt hat. Hat mir gut gefallen, ich mochte den Schreibstil der Autorin und so habe ich mir ihr 1. Buch so in dieser Serie sozusagen mitgenommen und das spielt eben, wie es der Titel schon verrät, in Italien. Das nächste Buch erscheint dann Ende April und wird dann eben in Frankreich spielen. Das Hörbuch gab es zum halben Preis bei Audible, da habe ich jetzt einfach auch zugegriffen, habe ein anderes Buch mit einem halben Gutschein vorbestellt, was jetzt heute oder morgen, glaube ich, dann erscheinen wird. Ich habe gerade das Datum nicht im Kopf. Die Sprecherin ist Sabine Arnhold, sagte mir so vom Namen nicht sehr viel. Sie hat ihren Job ganz gut gemacht. Ich fand sie an mancher Stelle ein bisschen zu monoton. Also sie hätte gern ein bisschen mehr betonen können und ja, das klappt auch bei 2-Geschwindigkeit, dass man Betonungen noch herausbekommt und das Hörbuch hat, glaube ich, knapp 7 Stunden an Hörzeit gehabt. Wir treffen auf Carla, die in einer Werbeagentur arbeitet, beziehungsweise eigentlich eher Sklavenarbeit verrichtet. Man kann es nicht anders ausdrücken. Sie ist ein absoluter Workaholic. Es macht ihr aber auch eigentlich nicht so richtig Spaß. Bei Workaholic hat man ja eher das Gefühl, die leben für ihren Job, aber so richtig begeistert ist sie nicht. Auch ihr Chef ist irgendwie doof. Das ganze Team ist zwar irgendwie schon auch befreundet, aber jeder ist so halt auf sein Ding, auf seinen Fokus gerichtet. Sie hat sich 3 Wochen Urlaub erarbeitet. Seit Jahren macht sie überhaupt mal Urlaub und will da eigentlich auch so ein bisschen mal wieder zu sich finden. Das macht sie zusammen mit ihrem Freund Marius. Auch dieser ist ein absoluter Workaholic, hat auch gefühlt im Urlaub ständig das Handy an der Hand und reist dann sogar noch vorher ab, weil es irgendwie scheinbar eine Krise in der Firma gibt. Sie überlegt so ein bisschen in eine andere Richtung jobtechnisch zu gehen. Sie würde gerne Bücher illustrieren und trifft sich dort eben dann auch auf einer Messe, trifft dort auf Verlagsmitarbeiter.
weiter und ja, versucht so ein bisschen ja mit ihrer Kunst, die sie ja irgendwie hat und macht, ja, so ein bisschen hausieren zu gehen und ja, denkt sich dann, Mensch, ich könnte doch ein paar Katzen malen. Wird dadurch natürlich inspiriert, weil in der Ferienwohnung sehr viele Katzen umherstreifen, die so diese Wohngegend auch so ein bisschen sich auserkoren haben. Und so trifft eben Carla auf sehr viele Katzen, die sie dann auch malt und lernt so ein bisschen das deutsche Vita, das süße Leben sozusagen kennen, trifft dort natürlich auch auf ja, Nachbarn, dem Eigentümer des Hauses und natürlich auch auf andere Menschen, die ja sehr herzlich sind und ihr zeigen, ja, dass Arbeit im Leben eben nicht alles ist und auch ja, sie so ein bisschen ins Nachdenken kommt, ob ihr Leben, wie sie dachte, dass sie es wollte, wirklich das Leben ist, was sie will. Und ja, da begleiten wir sie sozusagen so ein bisschen durch ihre 3 Wochen Urlaub. Ich muss ehrlich sagen, dass mir die Message der Geschichte zwar ganz gut gefallen hat, aber sie mir viel zu flach war und es auch viel zu spät gekommen ist. Also mich hat Carla unglaublich gestresst. Und wenn mich ein Wohlfühlbuch, was mich ja entspannen soll, stresst, dann ja, wird das irgendwie nicht. Also ich hatte manchmal gefühlt so richtig Puls, weil Carla ständig mit ihren Gedanken bei der Arbeit war, was ihr nicht gefällt, was alles schlecht ist, was alles noch schlechter ist, wie viel Arbeit sie hat, wie viele Stunden sie da ist, wie wenig privat sie hat, Privatsphäre, private Zeit sie hat oder auch Freizeit. Und immer wieder kreisten sich gefühlt alle Viertelstunde in dem Hörbuch die Arbeit. Ja, ich gebe zu, auch ich kenne das. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, alle, die irgendwie ja, arbeiten, wissen das, dass man irgendwie Fertigungstermine hat, dass man irgendwie auch mal einen stressigen Tag hat, dass man eine stressige Zeit hat, dass man einfach diese Phasen hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich will das nicht hören. Also ich will das in einem Hörbuch nicht erlebt bekommen, dass ich, also so plastisch auch noch erlebt bekomme, dass ich Puls bekomme und in meiner Freizeit gestresst bin. Ich fand das richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob es am Hörbuch lag, dass es eben vertont war. Vielleicht wäre es beim Lesen anders gewesen. Aber mich hat das wirklich gestört, wo ich dachte, Mädel, jetzt entspann dich, du bist in deinem Urlaub, versuche auch mal an etwas anderes zu denken. Und da kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. Ich hatte das Gefühl, dass Carla es also für uns immer erzählt hat in ihren Gedanken, dass sie es nicht gut fand, aber auch gar nichts dagegen tat, es anders zu tun. Und ja, auch das ist natürlich gar nicht so leicht, seine Mitte zu finden, die Freizeit zu finden und sich zu entspannen. Aber wenn halt jemand das gar nicht anders will, dann darf man es halt gefühlt auch nicht schlecht finden. Und wenn man etwas schlecht findet, sollte man irgendwann auch mal anfangen, etwas dagegen zu tun. Und ich mag solche Menschen überhaupt nicht. Weder im wahren Leben noch in Geschichten, die jahrelang jammern und man denkt sich, jetzt solltest du es auch langsam mal gerafft haben, irgendwann ist es zu spät, ändere was. Und im Freundeskreis würde man natürlich sagen, hey, bedenkt das mal. Aber das kann ich Carla jetzt natürlich nicht zurufen. Was ich sehr mag, ist der lockere Schreibstil von Hermien Stellmacher. Ich mag diese lockere Atmosphäre, die entsteht. Wenn sich auch Carla mal entspannt hat, dann war das richtig, richtig schön. Ich mochte auch so ein bisschen den roten Faden in der Erzählung, den man folgen konnte. Ich finde schon, dass Hermien Stellmacher das wirklich schafft. Auch so die Liebe zu Katzen, das spürt man. Man merkt, wie Katzen auf einmal in das Leben von Carla kamen und etwas mit ihr gemacht haben. Und auch ich kenne das von meinen Katzen. Oder ich glaube, auch Hundebesitzer kennen das. Also, na, überhaupt tierliebe Menschen, die wissen, was so ein Tier bewirken kann, wenn man es zulässt. Und das fand ich wirklich, ja, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, das Fremdgesteuerte von Carla war aber einfach so, ja, ich weiß auch nicht. Und zudem weiß ich auch nicht, ob wirklich immer alles so komplett in einer Szene passieren muss. Also was da für Dinge geschahen, wo ich dachte, dass sie dann irgendwann doch mal über ihr Leben nachdenkt, waren dann so die etwas schöneren Momente, auf wie sie so zu sich versucht zu finden. Da hatte man wirklich das Gefühl, okay, jetzt kommt die Geschichte langsam in Fahrt und dann war sie eigentlich schon vorbei. Also das war mir tatsächlich, bis zu dieser Message war unglaublich viel Stress, dann wurde es so ein bisschen gemütlich und schöner, dann war die Geschichte auch schon vorbei. Zudem waren es auch viel zu viele Zufälle und Lösungen, dass alles so dann doch irgendwie klappte und man denkt sich ja, wenn das so einfach gewesen wäre, dann ja, also es war irgendwie ein Okay-Buch, mehr war es tatsächlich nicht. Ich habe es an manchen Stellen ganz gerne gehört, an anderen war ich irgendwie wirklich gestresst. Und ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht. Ich hatte das zum Beispiel auch bei The Circle von Dave Eggers, also wie sie anfing, dieses Social Media in ihr Arbeitsleben mit 3 Bildschirmen, 4 Bildschirmen. Und ich weiß, dass ich da auch mal froh war, als das Kapitel zu Ende war, man mal
so durchatmen konnte. Also auch Dave Eggers zum Beispiel hat das gut rübergebracht. Hier fand ich es einfach fehl am Platz. Und ich hätte mir mehr deutsche Vita, mehr Katzenglück gewünscht und weniger arbeitswütige Carla, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde dennoch das dritte Buch von ihr auch hören, weil mir ja eben Cottage mit Carter so gut gefallen hat. Und ich einfach glaube, das war jetzt das erste Buch, das zweite war schon um Längen besser. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie auch beim dritten wieder ein bisschen was besser macht. Und da freue ich mich auch einfach drauf. Zudem, da ich noch nie in Frankreich war, reise ich gerne auch mal mit einem Buch in die Provence und denke, ja, da könnten wir Spaß haben. Also ich gebe ihr noch eine Chance, weil mir einfach Cottage mit Carter wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und hoffe, dass es nicht meinen Puls hochtreibt. Ich meine, klar ist das was, so einmal am Tag sollte der Puls ja hochgehen, aber ja, das war definitiv zu viel. Dann habe ich begonnen mit Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl, wollte es auch eigentlich zu Ende lesen, das hat aber einfach nicht geklappt. Ich habe ja von der Autorin schon Water and Air gelesen für ihre Bücher, die so ein bisschen eher in dieses New Adult gehen. Dafür bin ich einfach nicht zu haben. Auch jetzt ihr aktuelles Buch ist ja dieses mit diesem Batik-Muster gefühlt so vorne drauf. Das ist schon ein Cover, das mich total abschreckt und das würde ich auf gar keinen Fall lesen. Das ist einfach nicht meins. Aber mit Fantasy, und das hat sie mit Water and Air ja schon gekonnt, hat sie mich im Grunde wieder eingefangen. Zudem wird auch der zweite Teil jetzt im Juli 19 erscheinen und der dritte ist dann für Anfang 20 so angegeben. Da habe ich im Grunde so knapp die Hälfte gelesen. Ich möchte jetzt aber gar nicht so meinen ersten Eindruck hinterlassen, sondern möchte euch in der Bücherwoche dann einfach den Kompletteindruck am nächsten Wochenende erzählen und kann nur so viel sagen, es ist halt wieder so ein bisschen High Fantasy für eine ältere Jugend und das ist mir bis daher aber tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ich jetzt tatsächlich schon so manche negative Stimmung hörte, als ich gesagt habe, dass ich das lese, was mich tatsächlich ein bisschen verwundert, aber ich bin einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht und freue mich jetzt auch aufs Weiterlesen und fühlt euch jetzt schon mal angefixt für die nächste Bücherwoche, das Buch dann auch besprochen wird. Ich habe heute irgendwie noch so einen Sprachfehler, das liegt wahrscheinlich einfach am Messewochenende. Aber damit können wir, glaube ich, heute einfach mal lesen. Ja, es war Buchmesse-Wochenende und es wird auf jeden Fall einen Vlog geben. Ich war ja von Freitag bis Sonntag da mit ein bisschen Sightseeing und Shopping und Bummeln, sage ich eher, dann am Samstagnachmittag. Und ich war wirklich froh, dass wir das gemacht haben. Mir war der Samstag wirklich zu viele Menschen. Zu viel Gedränge, zu viel los. Es war Freitag schon soweit noch an der Grenze. Das fand ich ganz okay. Man kam durch manche Gänge doch noch relativ gut durch. Es war ein super schönes Wochenende, es war eine tolle Buchmesse, ich möchte da aber gar nicht so viel sagen, weil der Vlog kommt, denn ich hatte ja eine ganz liebe Freundin dabei, die wirklich fleißig gefilmt hat und ich werde jetzt dann auch mal ihr Filmmaterial sozusagen begutachten und daraus dann hoffentlich was Schönes auch für euch zaubern. Ich möchte euch aber einfach mal die fünf Leseproben zeigen, die ich mitgenommen habe, weil die wahrscheinlich ja sonst nirgendwo auftauchen werden, die werden auch jetzt nicht bei mir in den Neuzugängen oder so gezählt. Ich habe mir von Stefan Ort Couchsurfing in China mitgenommen, durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht. Ich glaube, das ist das zweite Buch des Autors oder das dritte. Es gibt schon einmal in Russland und im Iran. Und jetzt sind wir in China. Und mich interessiert jetzt der Iran nur so bedingt. Russland könnte ich mir noch vorstellen, aber China spricht mich wirklich sehr an, weil das auch ein Land ist, was ich super, super spannend finde. Und da freue ich mich auf die Leseprobe. Dann wird ja sehr viel geschwärmt von Liebeskind von Romy Hausmann. Das ist ein Thriller und jeder gefühlt liest den gerade. Und ich möchte jetzt einfach mal in die Leseprobe schauen, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass der mir too much sein könnte. Und da gucken wir jetzt einfach mal, in welche Richtung er geht und ob mir da der Schreibstil gefällt. Hier heißt es auch so schön: Dieser Thriller beginnt, wo andere enden. Was für ein kluger, aufregender Thriller, was für ein Sound. Ich bin Romy Hausmanns Erzählstimme völlig verfallen, sagt Melanie Rabe. Dann habe ich mir die Leseprobe vom neuen Joel Dicker mitgenommen, das Verschwinden der Stephanie Mailer. Ich fand ja das Buch Der Fall des Harry Quibert, hieß es so? Ja. Ich fand ja die Geschichte so anfangs sehr spannend und packend und irgendwann hat sie sich ja für mich so verlaufen und ich wusste nicht, wo geht diese Geschichte hin. Die Geschichte war irgendwie so okay,
Der Schreibstil von Joel Dicker, aber grandios, das muss ich ehrlich sagen. Das hat die Geschichte für mich wirklich in eine Dimension gehoben, die ich toll fand. Ich möchte das Verschwinden des Stephanie Mailer auf jeden Fall lesen, möchte jetzt aber mir einfach mal so einen Eindruck machen von der Leseprobe und ja, wie mir das gefallen ist, gäbe hier hinten, ach, auch noch ein Gewinnspiel, ja, könnte man ja mal mitmachen. Bin ich gespannt und freue mich jetzt auch auf die Leseprobe. Dann habe ich von Petra Durst-Benning Die Fotografe mitgenommen, ein Buch, mit dem ich ja schon liebäugle. Das ist am Anfang des Weges. Ich glaube, das wird auch ein Dreiteiler. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder ein Zweiteiler. Ach ja, hier geht es jetzt im April, geht es 19 weiter mit dem zweiten Teil. Was habe ich hier noch drin? Ah, ein Lesezeichen. Ah, okay. Ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich mag ja solche historischen Bücher und das fängt, glaube ich, an 1910. Ja, ich bin gespannt, werde einfach mal reinlesen, weil es muss auch irgendeinen Grund haben, warum es noch nicht bei mir eingezogen ist. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht tatsächlich irgendwie daran lag. Und dann noch ein Krimi. Und ich bin ja bekanntlich nicht so der Krimi-Leser bzw. der große Krimi-Fan. Dennoch spricht mich Blind von Christine Brandt sehr, sehr an. Denn es geht hier tatsächlich, glaube ich, um einen Blinden, der einen, oder eine, ja, um, der einen Schrei hört und er telefoniert gerade und ein Verbrechen ist geschehen, du bist dir ganz sicher, du bist der einzige Zeuge, doch niemand glaubt dir. Und ja, es klingt irgendwie schon spannend, könnte ja vielleicht auch ein Thriller sein, steht zwar Krimi drauf, aber Blanc-Malé, ja, man weiß es irgendwie nicht. Und irgendwie spricht es mich an, aber ja, ich bin mir einfach nicht so richtig sicher, deswegen werde ich mal reinlesen. Dann habe ich mir einen Türhänger mitgenommen vom neuen Buch von Matt Haig, Bitte nicht stören, ich bin offline, finde ich total cool. Da kommt ja demnächst Mach mal halblang, erscheint jetzt glaube ich auch im April, wenn ich mich nicht täusche. Und da geht es auch um den Bestseller-Autor, der es auf den Punkt bringt, was der Life-Overload mit uns macht. Und zeigt, wie wir den Stecker ziehen können. Bist du schon verrückt oder arbeitest du noch dran? Bin ich mega gespannt. Ich bin ein großer Fan von den Büchern von Matt Haig und freue mich drauf. Ja, und dann noch ein Lesezeichen mit Signatur von Sebastian Fitzek. Ich habe ja tatsächlich kein einzig signiertes Buch von ihm. Ja, weil ich bin ja immer sprachlos, wenn ich ihn treffe. Aber ich habe ihn getroffen. Ich habe ja auch ein Foto auf Instagram gepostet. Aber ihr seht das natürlich auch alle im Blog. Für alle, die kein Instagram haben. Und ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, ihn an jedem Tag zu sehen. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Shopping-Ausbeute. Also es wird jetzt ein bisschen unbuchig. Das machen wir aber relativ kurz. Wir waren bei Lush und ich habe mir mitgenommen eine kleine Größe von 9 to 5. Das ist eine Reinigungslotion, die man morgens und theoretisch auch abends auftragen kann, die Mandelöl enthält und für Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit sorgt, während der beruhigende Aufguss aus Taubenorchideen dabei hilft, die Haut schnell und doch sanft zu klären. Zudem gibt es Yang Yang Öl, was einen leicht blumigen, luxuriösen Duft hat. Und man kann das entweder auf ein Tuch geben oder auf ein Wattepad und ja, die Haut im Nu erfrischen. Und auch abends nach dem Make-up kann man das verwenden. Es roch oder riecht wirklich unglaublich lecker und ich bin sehr gespannt, ob das was für meine trockene und sensible Haut auch macht. Und dann habe ich eine ganz tolle ja, Seife mitgenommen, eine meditative Hand- und Körperseife mit geheimnisvoll duftenden Adlerholz-Baumöl. Schäume dich hiermit ein, wasche Hände und Körper und fühle dich anschließend einfach göttlich. Selbstkonservierend mit palmölfreier Seifenbasis und für Veganer geeignet. Und da ich ja tatsächlich auf Palmöl immer mehr achte, weil man da einfach überhaupt nichts Gutes davon hört und mir einfach auch alle möglichen Lebewesen leid tun, die da drunter leiden, ja, fand ich das mal gut. Und es sieht so aus, das Seifenstück. Ich hoffe, man kann es ein bisschen jetzt so erkennen. Also es glitzert. Davon bin ich tatsächlich immer nicht ganz der Freund, weil dieser Glitzer ja dann im Grunde auch im Wasser landet, wenn man sich duscht. Da es aber wirklich nur die äußere Schicht sozusagen ist, glaube ich einfach, ja, dass das nicht so viel Glitzer ist. Und oh, es riecht wirklich gut. Ich kann den Duft nicht beschreiben. Es riecht irgendwie blumig, frisch, warm und irgendwie vielleicht auch so ein Hauch herb, aber trotzdem süß. Also ich finde, es ist ein ganz spezieller Duft, was wahrscheinlich wirklich an dem Adlerholzbaum liegt. Also es ist auch Butter enthalten, Jasmin, es ist ja allerlei, Limette ist mit drin, Kokosöl, Rosenöl, weißer Tee, also allerhand tolle Dinge und ich freue mich darauf, das jetzt auch von Lush dann zu verwenden.
Nach dem Lush sind wir auch noch in einen Rituals und das ist ja auch eine Marke, die ich ganz, ganz toll finde, wo ich mir immer mal wieder etwas gönne und ja, das ist wirklich gönnen. Also ja, ich bin ja ein absolutes Drogeriemädchen, ich bin überhaupt kein Markenfreak, weil sehr viele Marken eben auch einfach Tierversuche machen und ich das also überhaupt nicht unterstützen möchte und da einfach mein Tierschutzherz das gar nicht mit sich vereinbaren kann. Rituals wie auch Lush machen aber keine Tierversuche und immer mal wieder gönne ich mir ein luxuriöses Produkt bei Lush, wie jetzt auch diesmal aus der neuen Reihe The Ritual of Yalda, May All Your Wishes Come True. Ich habe mir hier wieder den Duschschaum mitgenommen, weil ich liebe die Duschschäume von Rituals. Ja, mir gefallen auch die Duschschäume von Kneipp. Ich glaube, es ist Kneipp. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Die mag ich auch von ihrer Konsistenz. An die von Rituals kommt für mich aber kein Schaum ran. Und ich dusche mich damit unglaublich gerne. Und das ist jetzt auch der neue Duft. Und preislich kann man über einen Duschschaum von 8,50 ruhig streiten. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, man duscht sich damit nur. Da bekäme ich halt auch 8 Duschschäume oder vielleicht auch nur 4 von Kneipp oder auch von der Eigenmarke von DM. Ne? Also ja, mir ist das bewusst, aber wie gesagt, ich gönne mir das 1-2 Mal im Jahr und freue mich jetzt eben einfach, wenn ich damit dusche, dass ich damit einfach ein bisschen Leipzig in Gedanken bringe und ich mich daran freuen kann. Es ist Pomegranate und Watermelon und es roch einfach super lecker. Also es ist auch eine limitierte Edition, es gab auch noch ein Peeling, davon bin ich nicht so der größte Freund, weil mir das einfach viel zu grob ist. Ich mag auch immer mal noch das Öl, was es gibt, das Duschöl, da habe ich das in der roten Packung hier und es gab noch irgendwas, ich glaube so eine Körperbutter. Ja, aber ja, der Duft ist toll und deswegen durfte es auch einfach mit. Und dann sind wir noch an My Müsli vorbeigekommen und ich bin ja doch immer mal ein großer Müsli-Fan tatsächlich, wenn auch nicht groß mit Kuhmilch, mag ich die von My Müsli sehr, sehr gerne. Auch hier, ja, der Preis ist tatsächlich auch verrückt. Es ist nämlich nur ein Müsli, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich konnte auch zum einen an der Verpackung nicht vorbeigehen, an den Osterhasen, die drin sind. Und immer mal gönnt man sich eben was. Und das möchte ich, das ist einfach so. Ja, das ist diese wunderschöne Verpackung, die ich total niedlich finde, die nach Sommer spricht, nach Sommer ruft, nach Frühling ruft und da ist auch relativ viel drin, 575 Gramm und es enthält Dinkel, Quinoa Crunchy, Schoko Mini Osterhasen, Sauerkirsche, dunkle Schoko, Dinkelbällchen und viel Liebe. Und hier oben sieht man so einen Osterhasen. Ich glaube, das ist jetzt noch zu, genau. Ich habe mir die Mischung im Laden auch angeguckt. Also bei uns gibt es auch kein My Müsli in der Region, wo man sich das einfach mal angucken kann. Also immer nur die Verpackung, die Packung gibt es bei verschiedenen Händlern. Nehme ich auch immer mal was mit. Aber ich reinige danach auch diese Verpackung und bewahre dann einfach mein normales Müsli drin auf. Und es klingt einfach super lecker, denn es ist natürlich ein Bio-Müsli. Und Kokosblüten, Zuckerschokolade, Sauerkirschen und Dinkelvollkorn, also ist relativ gesund mit Mandeln und ja, kann man absolut nicht meckern, ist laktosefrei, hoher Ballaststoffgehalt und natürlich auch vegan. Und hier unten sieht man auch, es hat ja immer so Kategorien, süß, sauer, fruchtig, knusprig, breiig. Und diese Mischung hier ist sehr knusprig, ein wenig fruchtig und ein wenig süß, leicht sauer und hat nichts von dem Brei. Also das wird man jetzt schlecht sehen, aber ich mag das ganz gerne, dass man sich daran so ein bisschen orientieren kann, je nachdem, was man eben mag. Und dann war das eine Winter-Edition, Weihnachts-Edition wahrscheinlich, relativ günstig, ich glaube für 2,90 in so einer 400 Gramm, also ist wirklich relativ günstig. Und zwar ist das das Bratapfel-Porridge, das kann man warm genießen oder kalt als Overnight Oats, was ich auch ganz gerne mal mache. Ich fand auch die Verpackung sehr cool und das ist eben Bio-Haferbrei mit Apfel und Mandel. Fand ich, klang richtig lecker. Ich glaube, hier steht gar nicht so viel mehr drin. Apfel, Mandeln, Haferflocken, auch Mandeln, Rosinen, Bio-Haferbrei, den du warm oder kalt als Overnight Oats genießen kannst. Und da wird dann auch nochmal erklärt, wie das funktioniert. Und ja, ich verwende sowas aber durchaus. Wie gesagt, ich
weiche das gerne über Nacht auch ein. Dann muss man es morgens nur noch aus dem Kühlschrank tun. Gerade wenn man da noch ein paar Chiasamen oder irgendwie sowas reintut, finde ich das wirklich toll. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Werde ich jetzt als erstes essen sozusagen, weil es ist nur noch bis August haltbar. Deswegen war es auch einfach reduziert. Aber in 5 Monaten bekomme ich sowas locker. Leer ist dann ja auch nur die 400 Gramm. Und ja, ich wechsle mich sowieso gerne ab und ja, aber es soll natürlich nichts verkommen oder ablaufen. Deswegen wird das auf jeden Fall mit Prio 1 gegessen. Ja, ich glaube, das war es soweit auch zu der Leipzig-Ausbeute. Was gab es letzte Woche noch? Ja, ich habe Staffel 5 von Game of Thrones angesehen, bis auf 2 Folgen. Die habe ich dann am Montag im Urlaub sozusagen, am Urlaubstag noch beendet. Das heißt, ich bin jetzt gut in Time sozusagen, wenn dann in 2 Wochen, ja, sind das jetzt wirklich nur noch 2? Also wenn ihr, ja, in 2 Wochen, also 2,5 Wochen sind es bei mir jetzt noch, wenn dann die 8. Staffel kommt. Dahin sollte ich dann auf jeden Fall auch Staffel 6 und 7 gesehen haben. Ich bin auch jemand, der wirklich jede Folge, jede Woche schauen wird. Ich bin niemand, der sich die dann aufhebt und in einem guckt. Ich möchte ja, jede Woche so ein bisschen diese Vorfreude haben. Ich möchte mit darüber sprechen, auf Foren, auf Insta, überall mit Menschen um mich herum, mit denen ich es gerne gucke und ja, möchte da auf jeden Fall aktiv dabei sein. Das kann man halt nur, wenn man das auch aktiv schaut. Die 5. Staffel ist schon eine Staffel, die für mich ein bisschen oberflächlicher tatsächlich wird. Und das war sie gefühlt auch schon beim ersten Mal gucken, sag ich mal. Da merkt man so ein bisschen, dass ja die Macher gefühlt keine Zeit hatten. Also es wird vieles relativ schnell erzählt. Der Tiefgang fehlt mir hier schon so ein bisschen. Das wird ja gefühlt gerade bis Staffel 7 ja noch einiges hektischer, so für meinen Geschmack. Ne? Also das ist ja nur mein Geschmack. Aber Staffel 5 ist natürlich einfach toll, hat sehr tolle Momente und es geht natürlich, man merkt, es geht einfach weiter in der Geschichte und ja, es werden auch schon so Grundlagen einfach gelegt, ja, für was dann eben einfach weiter passiert. Finde ich ganz, ganz toll. Was mir in Staffel 5 fehlt, ist ein Charakter, der in Staffel 5 gar nicht auftaucht, weil seine Geschichte ja theoretisch in Staffel 4, ich sag mal, erzählt war, zumindest soweit wie das Buch damals dann eben auch war oder die Bücher. Und die Macher ja eigentlich noch dachten, oh, von George R. Martin wird irgendwann der 6. Band kommen, was ja bis heute noch nicht passiert ist. Deswegen hatten sie die Geschichte halt einfach ausgesetzt in der Hoffnung, dass, ne? Und ja, der fehlt mir aber wirklich sehr. Also den hätte ich gern ein bisschen mehr verfolgt. Ja, es wird im April ja ein bisschen ja, achtsamer auf meinem Kanal. Also ich plane so 2, 3 Videos zum Thema Achtsamkeit, Yoga, Meditation. Was hilft mir neben dem Lesen zu entspannen? Ich habe da so ein bisschen was mit Ausmalbüchern zum Beispiel auch in Überlegung. Und da wird auf jeden Fall was kommen. Es wird ein Hangout geben, der jetzt im Grunde auch schon fest geplant ist, und zwar am Montag, den 8. April ab 19.30 Uhr ist eine Yoga-Lehrerin bei mir auf dem Kanal, die liebe Miriam. Ich habe bei ihr auch ein Achtsamkeits-Webinar mitgemacht und ich finde einfach ihr, ja, ihr ganzes Kompaktpaket sozusagen finde ich einfach toll. Ich folge ihr gerne auf Instagram. Ich hole mir da wirklich so die ein oder andere Inspiration aus ihrem ja, Leben, Alltag, was sie eben als Yoga-Lehrerin hat, was sie sich jetzt so eben auch noch ein bisschen aufbaut. Und das wird jetzt einfach auch so das große Thema dann im Hangout sein. Yoga, Achtsamkeit, ihr Weg. Wie war so ein bisschen mein Weg? Da bekommt ihr auf jeden Fall viele Tipps, auch so zu einer Yoga-Routine, Meditationsroutine. Da fragen mich immer ganz viele danach. Ja, das werde ich einfach so ein bisschen dann auch mit der lieben Miriam besprechen. Haltet euch da also Montag, den 8.4. auf jeden Fall frei. Und am 4.4., das ist jetzt dann der Donnerstag, ja, wird es dann meinen Live-Monatsrückblick wiedergeben, weil der wirklich für den Februar im März relativ gut ankam und ich mich echt gefreut habe, wie viele Leute live dabei waren, wie der Austausch war, habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt einfach mal so ein bisschen weiterzumachen, auch einfach, weil ich so viel Spaß dabei hatte, mich mit euch auszusprechen. Und das machen wir dann jetzt am Donnerstag, auch so auf 19.30 Uhr. Und ich freue mich da wirklich schon mega drauf. Also ich bin sehr gespannt, wie der zweite Hangout bei euch ankommt.
ankommt. Es sind natürlich auch wieder die Bücher, Serie, was hat mir gefallen, was hat mir nicht so gefallen. Natürlich können wir auch ein bisschen über die Buchmesse quatschen, wenn ihr wollt. Seid da einfach live mit dabei, lasst uns austauschen. Schreibt mir gerne auch jetzt schon in die Kommentare, was ihr vielleicht ein bisschen sehen wollt, was euch besonders neben Büchern, Serien, Musik vielleicht interessiert. Ja, packt das gerne mal rein, vielleicht auch so Kanal-Neuentdeckungen, wenn euch sowas interessiert. Ja, schreibt mir das gerne mal, was ihr euch da wünscht und dann machen wir uns da eine schöne Stunde, 90 Minuten und setzen uns wieder zusammen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen und würde mich nicht freuen, sondern ich freue mich darauf, dass wir da einfach wieder in den Live-Austausch kommen. Zudem ist ja auch noch ein Game of Thrones Vorab-Hangout geplant. Da müssen wir mal gucken, wo der dann sein wird, mit wem der sein wird und wann er sein wird. Die Tendenzen gehen so irgendwie in der Woche vor den eigentlichen Start der 8. Staffel. Mal gucken. Es ist noch irgendwie in Planung. Wir hoffen, dass wir das alles ein bisschen hinbekommen. Und ich würde mich da natürlich dann auch freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr bekommt aber auf jeden Fall die Infos. Wir werden mal gucken, wann er sein wird. Vielleicht auch tatsächlich erst am Sonntag davor. Wir werden einfach mal sehen. Und das war sie jetzt theoretisch schon, die Bücherwoche. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, ich glaube nicht. Ich gucke mal kurz auf den Zettel. Nein, passt alles. Also ich hoffe, dass ich jetzt den Vlog für die Buchmesse jetzt in dieser Woche am Wochenende hinbekomme. Ist auf jeden Fall fest geplant, dass ihr ihn diesen Dienstag dann auch seht. Also haltet die Augen offen. Ja, ich bin halt nicht so der Vlogger und auch nicht der Vlogschneider, das ist mir schon klar. Aber ein paar kleine Eindrücke würde ich euch natürlich trotzdem gerne geben. Auch ein paar Bilder, ein bisschen was erzählen. Einfach so für alle, die nicht dabei sein konnten und auch alle, die vielleicht auf Instagram nicht gefolgt sind, weil sie vielleicht auch kein Instagram haben, dass ihr da einfach ein bisschen was seht. Guckt auch gerne mal einfach in die Infobox, da findet ihr die Infos zu den Büchern und dann auch die Infos zu den Hangouts und auch natürlich Instagram und so weiter und so fort. Und das war es jetzt auch schon von mir. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.